Endlich ist es geraten. Die Durchführung vom Rheintal-Oberländer-Verbands-Schwingfest 2022. Zweimal mussten sie es absagen. Nach 2007 hat es der RC Oberried Grabs wieder organisiert. 150 Helferinnen und Helfer haben das ermöglicht, trotz Schnee. Und die Anstrengung ist verdankt worden von über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die von Oberried gekommen sind. Der Ernst Pfrener immer mit drin. Dann ist der Eiger kommt jetzt vielleicht. Er geht jetzt schauen. Und dann würde ich auch gerne anfangen mit dem Interview mit dem OK-Präsident in den Vorbereitungen. Und die Spitzengänge sind vorläufig noch nicht dran. Ich habe die Freude und die Ehre, mit dem OK-Präsident von dem Rheintal-Oberländischen Schwingfest vor mir zu haben und ihm ein paar Fragen stellen. Das erste, was ich habe, ich habe ein bisschen verbärmst mit dir, Dani. Es gibt überhaupt keinen Grund, zum Verbärmen zu haben. Wir sind glücklich und zufrieden, heute das Fest durchzuführen. Alles perfekt. Jetzt haben wir zweimal verschieben, Corona-bedingt. Und dann haben wir euch gefreut auf das Fest, dass man es endlich durchführen kann. Dann kommt es eben schneien. Du hast dann noch am 1. April einen Aufruf gestartet, solltest Helfer haben, zum Segmehl auftauen, weil es eingewässert ist. Wie ist das rausgekommen? Ja, was? Es ist so, wir haben drei Strube in der Organisation, wir mussten zweimal verschieben. Und darum ist uns der Spass nie vergangen. Darum musste ich mir nehmen lassen, am 1. April meine Leute noch ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und habe Aufruhr gemacht. Es hat sehr viel Telefon gegeben, erstaunlicherweise, die hier auf der Sinnigkeit sind. Darum musste ich es am Abend wieder entwarnen, dass es ein April-Scherz war. Alles gut, wir haben zwei verschoben, aber wir trauen nicht nach, was nicht war. Wir freuen uns, dass es heute ist. Tipptopp. Ich kenne dich nicht anders, Dani. Du bist immer optimistisch. Auch mit dem Ringclub, wo du ja lang Präsident warst. Dort sind wir aufgestiegen in die Nazia, sind Schweizer Meister geworden in der zweithöchsten Klasse. Also eine Erfolgsgeschichte. Was du in die Finger nimmst, das haut. Das liegt nicht an mir. Wir haben sehr viele sehr gute Leute im Umfeld, die da mithelfen. Und es braucht einen, der voraussäckelt. Aber schlussendlich war es immer ein Miteinander. Und, ja, wir haben eine erfolgreiche Zeit letztes Jahr mit dem Rinkelpober gehabt. Das ist ja so. Aber es ist immer ein Miteinander. Ich möchte mich auch nicht ein Rampenlicht stellen. Es braucht ein grosses Team und das haben wir. Und es zeigt auf, dass wir ein gesunder und ein gut aufgestellter Verein sind. Und wir hoffen noch vieles auf uns aufmerksam können zu machen in den nächsten Jahren. Das wird euch sicher gelingen. Du bist nie der Mann, der sich selber im Vordergrund gestellt hat. Aber ich kenne dich einfach lang genug und weiss, was du hinten durch als in die Finger nimmst. Und das haut einfach immer. Vielleicht jetzt noch ein Ausblick auf heute. Wir haben leider einen Schwinger absägen müssen. Kannst du dazu gerade noch etwas sagen? Ja, es ist sicher der namhafteste Absage ist der Blessmichel. Es ist sehr schade, dass wir nicht da sein können. Sonst sind heute Morgen noch vier Abmeldungen reingekommen. Also von einem Schwingerfeld von 120 Schwinger ist das nicht viel. Top-Setzung ist da. Sicher alle voran der Semi-Giger mit dem Armon, wo sicher zu erwarten ist, dass die um den Schlussgang wäre, um den Festsieg wäre, mitkämpfen bis am Schluss. Aber das Rheintal-Oberland hat viele Rheintaler da und da vielleicht kann auch noch ein Lucky Punch landen. Wir sind gespannt. Wir hoffen, es bleibt bis am Schluss spannend, damit die Leute da bis am Schluss nicht wissen, wer zuvorderst wird mitschwingen. Du hast ja noch einen Ringer im Einsatz vom Ringclub. Kannst du denen noch etwas sagen? Ja, es sind einige. Wir arbeiten schon lange Zeit mit den Schwingern sehr erfolgreich zusammen. Es ist der Janosch Kobler, der sicher wird da sein, der Dien Burg und der Sirin Ritter. Ja, wir sind gespannt. Es sind sicher immer sehr angenehm für die Schwinger, wenn die Ringer auf dem Segmentring stehen. Die haben ein bisschen andere Techniken, in der Regel auch ein bisschen die bessere Kondition, das dürfen wir glaube ich schon sagen. Aber wir schauen und hoffen, dass sie möglichst weit vorne können mitkämpfen können. Jetzt noch etwas Ringclub Oberried Grabs. Welche Rolle spielt denn Grabs noch bei dem? Wir, die grossen Halle sind ja alle jetzt da unten. Nebst Schwingfester haben wir das Grabs natürlich auch schon gehabt. Aber das Ringen findet in Oberried statt. Das Ringen findet, hat jetzt während der Challenge-League-Zeit nur in Oberried stattgefunden. Aber es wird auch da ja wieder ein Kampf in Grabs oben haben. Das ist ganz wichtig. Wir können oben einen Grabs haben. Oberried Grabs sind zwei Nehmer, 50%. Wir sind zwei gleichwertige Partner und es funktioniert hervorragend. Es fängt schon bei der Gemeinde an. Schon jetzt auch für das Fest hat uns Gemeinde Grabs und Gemeinde Oberried hervorragend unterstützt. Das ist nicht das Mehr oder das Weniger, es ist ein Miteinander und das funktioniert hervorragend. Das klingt ja ganz gut. Dani, mir bleibt nichts anderes, als einfach nur uns ein tolles Fest zu wünschen mit einem tollen Verlauf, möglichst ohne Unfälle. Und dir bei dieser Arbeit, die du hier machst, gibt ja nachher auch wieder Aufräumarbeiten. Alles Gute und gratuliere, dass ihr das in die Finger genommen habt. Danke vielmals. Merci. Wir haben jetzt auf Platz 1 bereits einen Spitzengang vom Lokalmatador, der Sennenschwinger. Das ist der mit dem dunklen Hose
und einem blauen Hemd. Da ist der Gott Marco von Sagans, er ist Forstwart und er kommt mit dem Teilverbandsranzer aus dem Thurgüber mit dem Kolb Dies. Das gibt meistens nicht so attraktive Gänge, wenn zwei so verschiedene Taktiken aufeinander stoßen. Der eine lässt immer sofort los, das ist der Gott, und versucht unten zu gehen. Der Kolb versucht aus dem Stand, aber das ist für ihn noch nicht immer einfach, wenn der andere einen Griff sofort loslässt. Aber das gehört zur Taktik und eben auch zur Körpergröße von jedem Schwinger. Er muss mit seinen Möglichkeiten das Beste versuchen, rauszuholen. Jetzt sucht der Kolb wieder, will kurzen. Klingt ihm nicht. Der Gott kann sehr gut verteidigen. Vielleicht noch ein Wort zum Wetter. Zuschauer auf dem Arsch, also jetzt haben wir Sonne. Erfreulich für den Veranstalter, der ja mit schlechtem Wetter hat müssen umgehen die letzten Tage und in schlechtem Wetter hat müssen einrichten und aufstellen. Das ist eine riesen Arbeit mit etwa 150 Helfern vom Ringclub Oberried Graps. Der Gang ist gestellt, da gibt es sehr wahrscheinlich keine 9, da gibt es 8,75, weil es ja, nicht so viel haben können in der Offensive zeigen. Das war jetzt einer der ersten Spitzengänge, die wir gesehen haben. Und jetzt kommt ein Spitzengang nach dem anderen dann auf dem Platz 1. Auch das ist jetzt ein interessanter Gang, wieder ein Thurgauer. Der Dumelin David, auch ein Teilverbandskanzer gegen den Heierli Pascal, ein junger Schwinger aus dem Toggenburg von Ebner Kappel. Der Heierli ist der Sennenschwinger, wie ich gesagt habe, mit den dunklen Hosen. Und der Turnerschwinger ist der Dumelin David. Er kommt aus dem thurgischen Hüttlingen. Der Heierli Pascal versucht jetzt in Buri zu kommen. Dumelin David kommt raus, wird wieder neu gegriffen. Jetzt zücht der Dumelin. Aber er wird kontert. Jetzt hat aber der Dumelin oben drauf und er ist gut. Dumelin David gewinnt seinen Kampf gegen den Heierli Pascal mit einem Überwurf. Jetzt ganz ein interessanter Kampf. Der Thurgauer Vogensberger Janik von Schönenbuch, Teilverbandskanzer, ebenfalls ein junger, aufstrebender Kämpfer gegen den Rebsamen. Das ist ein Toggenburger. Der Rebsamen Masel kommt von Müsselbach und er ist der mit dem dunklen Hemd und der Vogensberger hat das helle Hemd, also sind so beides Sennenschwinger. Letzter Zug nochmal, beide versuchen es nochmal. Rebsamen, Vogensberger und jetzt muss er lösen. Das ist sehr wahrscheinlich der letzte Zug, den wir gesehen haben. Sie dürfen nochmal greifen. Die Kampfrichter schauen wieder auf die Uhr. Geht nochmals gut. Jetzt ruft er halt. Gestellter Gang. Bin gespannt auf die Noten. Meinte, es könnte 9 geben. Noch zu Benni, Eidgenosse, Thurgau. Gegen den aufstrebenden Schlegel Werner, der letztes Jahr eine hervorragende Saison hatte. Der Schlegel Werner kommt aus Hemberg. Und der Notz. Benni Güttinger, das ist ein älteres Semester, kommt eben aus dem Thurgi und ist ein Trainingskollege natürlich auch vom Gigersemi. Das sind wertvolle Kameraden, die es dann haben, die einem immer wieder Tipps geben können, wie sie sollten schwingen. Da bin ich gespannt, da gibt es von mir aus gesehen sicher eine Entscheidung. Schlegel Werner kennt gerne nichts, ob Eidgenoss oder nicht, er greift voll an. Notz Benni ist vielleicht eher auf der Hut, aber er ist dann immer bereit, wenn es einen Konter geben kann, wenn sich der andere etwas übertun hat. Noch zu Zücht. Uiuiuiui. Da war dann aber gerade ein rassiger Zug und der bringt den Schlegel Werner sofort platt ins Segmelie. Da gibt es sicher eine 10 für den Notz Benni, einen hervorragenden Stab für den Eidgenoss und den Schlegel Werner. Kommt sehr wahrscheinlich nur ein 8,5 über, weil er nicht viel hat zeigen können. Verlorener Gang,
ist 8:05, wenn man nicht viel gezeigt hat und wenn man noch aktiv war, gibt es auch eine 8:75. Aber da hätte Werner nicht viel können zeigen und ist voll überrascht worden von dem Zug vom Notz Benny. Und jetzt wartet natürlich alles auf Spitzengang Olli Kamon, dreifacher Sieger, er von Unterlangquart, Schneider Dominik, der Mann drückt. Der Schneider Dominik kommt von Frilschen, Thurgauer. Sieht nicht unbedingt wie ein Athlet aus, aber ich sage euch, der ist wendig wie eine Katze. Olli Kamon kommt aus dem letzten Jahr aus einer längeren Verletzung raus, hat Rückenbeschwerden gehabt. Und schon wird gezogen. Olli, Vorteil, bringt er ihn um. Schneider Dominik hat auch sehr eine gute Brücke. Aber da, glaube ich, gibt es keine Entrinnen mehr. Das lässt Olli nicht laufen. Olli Kamon, wie schon gesagt, hat schon dreimal das Rintal-Oberländer gewinnen. Jetzt hat er es übertragen. Da gibt es 9:75 für den Amon. Für mich ist das überraschend schnell gegangen. Und jetzt? Appenzell gegen Thurgau. Zwissig Raphael. Ebenfalls ein älterer Kämpfer. Einfach Eidgenoss. Und Giger Semi. Er, der erfolgreichste Schwinger vom letzten Jahr, wie ich bereits gesagt habe. Und die treffen jetzt aufeinander los. Der Giger Semi kommt vom Ottenberg im Thurgi. Und der Zwissig Raphael kommt von Gäs, von Geiss. Auch hier wieder Zwissig dunkle Hose. Giger im Alphabet vorne, helle Hose. Beides Sennenschwinger. Giger Semi hat das Fest schon zweimal gewinnen können, beide Mal in Graps. Im Jahr 2014 hat er das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht, hat seinen ersten Festsieg in Graps können feiern und hat dann nachher im 2019 wieder in Graps, wo man das Fest nicht durchgeführt. Und jetzt zücht der Giger Semi kräftig mit einem Bärendruck, hat er können überzeugen und wirft den Zwissig Raphael platt ins Segmel. 10 für den Giger, 8:05. Zwissig Raphael, da muss ich kein Prophet sein. Ich bin der Jodl Föhrli, es gibt es seit 2010 und geleitet wird das von der Sissi Rier. Bitte. Thank you.
Jetzt haben wir gerade noch den V. Schettil gesehen. Er ist vom Wartau. Er hat den Schöneberger Tobias von Kirchberg in den letzten Kampfminuten noch ins Segmeli bitten. V. Schettil ist auch Jungschwingerleiter und technischer Leiter vom Schwingclub Wartau. Und er hat natürlich auch ein bisschen Ambitionen, dass er da vorne ein bisschen mitmischen kann. Ja, man ist schon gespannt auf den Schlegel Werner in dieser Saison. Heute findet ja das eidgenössische Schwingfest in Pratteln statt. Und so ein Verbandsschwingfest ist einmal ein guter Anhaltspunkt, so eine Standortbestimmung. Wo stand ich nach dem Wintertraining? Kolbdeis kennt gern nichts, greift keinen an, aber jetzt hat er sich gerade ein bisschen übertun, der Schlegel Werner. Nein, sie müssen wieder loslassen, greifen nochmal neu. Natürlich der Kolbdeis auch, wenn da sicher Teilnehmer als erstes. Sie müssen dann auch noch selektioniert werden von ihren Verbänden. Und das ist dann einmal eine so gute Standortbestimmung. Wo stand ich nach dem Wintertraining, wo ja schon recht intensiv war in der Halle. Und dann ist es erst Freiluft, Schwingfest, wie da jetzt operiert. Kann man schauen, wo man steht, was man tun hat, wo man noch muss feilen muss. Was man noch machen muss. Jetzt haben sie wieder zusammengegriffen. Beide versuchen natürlich zu verhindern, dass der Gegner nicht einen von seinen Spezialschwingen anbringen kann. Schlegel Werner zücht wieder kurz, hoch kurz, bringt ihn in Seitenlage. Jetzt ist der Boden runtergefogen. Er versucht dann im Bauer zu übertreiben. Der Bauer ist, er geht zwischen den Beinen und versucht ihn so an den Schultern zu fixieren und mit den Beinen so weg über zu drehen. Ja, hat noch etwas zu tun, da, der Schlegel Werner. Aber ich glaube nicht, dass da der Kolbdeis noch mal rauskommt. Jetzt wird gedrückt und gedrückt, bis er die Brücke nachlässt. Jetzt hat er ihn können übertreiben. Und da ist der erste Sieg vom Schlegel Werner. Da gibt den 9,75, weil es nicht ein Plattwurf war. Kurz und eine Platzszene. Das war relativ ein Ringrang, wie der Scheider Dominik. Aber auch diese Gegner muss man natürlich nehmen. Das sind solche, die im weit vorne sind, haben den ersten Gang gewonnen. Scheider Dominik hat verloren. Also versucht man solche natürlich dann auch hinterher zu binden mit Spitzenschwinger. Jetzt sind hier die Rechler wieder dran und die gehören an jedes Schwingfest. Zum Segmel wieder super herzubringen für die nächsten Gänge. Da sind gerade 5 im Werk. Die ganze Mannschaft, die dann von Ring zu Ring geht und das Segmel wieder super einzücht, damit auch die nachfolgenden Schwinger wieder können auf einem sauberen Platz antreten und gegeneinander schwingen. Wenn wir schauen, ob der Orlik wieder so schnell abfahren kann wie im ersten Gang,
mit seinem Gegner. Abfahren ist natürlich im positiven Sinn gemeint, so sagt man es, wenn er ihn schnell ins Segment kann beten. Wird super gefasst. Kampfrichter gibt es Zeichen, einen Kampfrichter-Tisch. Und schon wird gezogen, alle gezücht sofort, kurzet. Oh, schon ist es fertig. Ist jetzt vielleicht ein bisschen flüchtig gewesen, aber ja, wenn der Kampfrichter gut gibt, dann muss man nicht mehr lange diskutieren, dann wird respektiert. Und so hat der Amon wieder einen Plattwurf. Eine 10. Und der Dummelin David ein 8-5, weil es so schnell gegangen ist, ohne Gegenwehr. Poltera Andrin. Der Poltera hat zwar ein bisschen nach Bündnernamen, aber der Poltera ist ein Appenzeller. Er kommt von Urnesch. Wenn wir schauen, ob es da wieder so schnell ging. Dann zeigen die beiden Favoriten Orlik. Und die Giger zieht natürlich sofort. Link macht Kreuzgriff. Poltera wehrt sich, der Turnerschwinger versucht sogar selber im Brien zu rein und hat seinen ersten Angriff können abwehren. Poltera hat übrigens einen Kopfschutz an, der schützt die Ohren vor Verletzungen. Man sieht ja mal bei den Ringern, die ohne Kopfschutz ringen meistens, dass sie so ein bisschen verkrüppelte Ohren haben. Und die Schwinger haben noch häufig so einen Ohrenschutz an, damit sie eben ihre Ohren schützen können. Der muss aber reglementskonform sein, bis man ihn anlegen kann, wie er prüft. Und jetzt kommt ein Kurz und ein platter Zehner vom Gegensemi. Herrlich gewesen, wenn er den hätte in der Luft nehmen können, Beispreizen vom Gegner mit dem Knie und dem Plattis-Segmel. Schöner Gang gewesen. Jetzt Notzbeni, Turnerschwinger gegen den Schlegelritter vom Flumser Berg. Mal schauen, ob der Schlegelritter da etwas dagegen haben kann, weil der Notz, ja, jetzt ist schon passiert, nein, noch nicht passiert, aber fast. Es war ein Hüfter gewesen. Und jetzt tut er den Notz warten, geduldig, hat ja noch Zeit und versucht dann jetzt noch auf den Rücken zu drüllen. So gibt es natürlich keine Zähne für den Notzbeni. Und jetzt hat der Kampfrichter gut gesagt. Und der Notzbeni jetzt im zweiten Gang können gewinnen, nachdem er im ersten Gang ja den Schlegel Werner hat können gewinnen. Und jetzt also seinen zweiten Sieg kann anfügen gegen den Schlegel Ritter. Jetzt haben wir Schlegel Werner gegen den Koch Reto. Koch Reto ist ein Appenzeller, auch ein Kranzer. Das heisst, er hat kantonale Kränze. Und der Schlegel Reto sucht sofort den Toggenburger. Und, oh, jetzt hat er noch fast in den Konter gelaufen.
Aber er hat sich sofort können ausdrehen. Im helleren Hemd der Schlegel Werner, Koch Ritter im dunkleren Hemd. Und der Schlegel zücht sofort wieder, bringt ihn in die Zeitenlage. Und jetzt, ja, jetzt wollte er noch eine 10 machen, jetzt hat er nicht ganz überkommen, probiert es noch mal. Der Koch wehrt sich so gut, jetzt ist es gegangen. Ja, das reicht sehr wahrscheinlich nicht für eine 10, aber sicher 9,75. Das war sehr entschlossen, wie der Werner Schlegel, der Toggenburger vom Hemberg, der Kochritter da, hier, konnte ins Segmelier legen. Unverkennbar. Der Zwissi Raphael, der sich einmal mit dem Oberarm noch das Gesicht putzt. Der Zwissi Raphael kommt es mit dem Mittler Valentin zu tun. Jetzt kommt der Angriff vom Zwissig und er übertreibt den Boden. Ja, da gibt es kein Furt mehr für den Mittler. Zwissig ist zu kräftig oben raus, schwer auch. Und so wird er ihn sicher zum Resultat überdrücken. Und Kampfrichter gibt es gut. Ist natürlich kein Blattwurf gewesen. Und so damit kommt der Zwissi Raphael eine 9,75 über. Der Schneider Dominik kennt man schon, wie er daherkommt. Er geht immer zuerst zum Wasserbrunnen, klebt sich ein paar Wasserlachen in ins Gesicht und dann marschiert er zielstrebig zum Platz, greift zusammen und versucht natürlich, den Gang für sich zu entscheiden. Er als Eidgenoss, das klare Favorit in dem Gang. Da ist es nicht lang gegangen. Der Flohwiler Baumann Rico hat auch nur eine 58. Gut natürlich für den verlorenen Gang, weil nicht viel Gegenwehr gekommen ist. Und der Schneider Dominik nach seiner Niederlage am Anfang ist jetzt auf dem Vormarsch in der Rangliste. Er hat jetzt 2 gewonnene Gänge und mal schauen, wie es weiterläuft. Und jetzt wartet natürlich das Publikum auf den Spitzengang, der bereits jetzt stattfindet zwischen den beiden Favoriten von dem Fest, Orli Kamon gegen Giger Samuel. Die beiden haben einander schon manchmal duelliert. Leichte Vorteil für den Giger Samuel, würde ich sagen, weil der Orli eben aus einer Verletzung kommt vom letzten Saison und der Giger Semi in einer Topform die Saison abgeschlossen hat, 2021. Aber jetzt geht es wieder neu los. Bin gespannt, was da geht. Kennen sich natürlich gut aus dem Training, die beiden. Giger Samuel hat die hellen Hosen an. Orli kam und die dunklen Hosen. Beide sehr kräftig, sehr athletisch. Ah, das ist ein Respekt rum, das sieht man hier in dem Gang. Probiert noch keiner grad alles zu geben. Und schon sind sie erst mal am Rand aus. Das wird nicht das letzte Mal sein, sage ich jetzt einmal. Vielleicht täusche ich mich auch. Wird wieder frisch gefasst. Die haben sich schon zu Grabs oben duelliert vor 3 Jahren. Ja, es war in einem lahmen Gang. Sie hat keiner so richtig sich getraut, voll in die Offensive zu gehen. Vielleicht treffen sie ja dann im Schlussgang noch einmal aufeinander. Wenn es da jetzt ein Gestellter gibt, ist noch nichts verloren. Jetzt probiert es der Semi. Aber der Oleg ist auf der Hut und kann den Angriff gut abwehren.
geht schon lange, bis es gut kommt vom Kampfrichter. Also, ja, ich erwarte nicht zu viel in dem Gang. Bereits beim Durchgang 3. Der Orlik einer etwas defensiver eingestellt. Der macht den ganzen breiten Druck. Jetzt sucht der Semi. Das war noch 9. Jetzt probieren sie mitzugehen in den Kopfgriff. Armon ist auf der Hut. Also da wird natürlich an. Jetzt hat es das Ding mit dem Hüfter wollen probieren, der Orlik. Der Semi ist bereit gewesen. Abgewehrt. Ich bin sicher, wenn es im Schlussgang nochmal zu dem Gang käme, dann müssen sie offensiver. Dann müssen sie anders dran hin, um die Entscheidung zu suchen. Aber im Gang 3, im Durchgang 3 schon. Ja, lass mich gerne überraschen. Jetzt wieder wollen Hüfter ansetzen. Armon Orlik ist auf der Hut und kann. Also ist noch nichts Gefährliches passiert. Wieder noch für den Giger, noch für den Orlik. Ja, der Orlik kam und tut sich schon mehr. Defensive jetzt wieder Kreuzgriff vom Giger. Probiert es, will lehren. Oh, das jetzt so ein. Das sieht nicht gut aus für den Armon. Jetzt ist es gut gewesen. Giger Semi. Gewinnt der Orlik Armon. Und so ist der Giger Semi natürlich einsam an der Spitze. Hat es sehr wahrscheinlich auch nicht eine 10 gegeben, sondern eine 9,75, weil es am Boden passiert ist und nicht auf einem Blattwurf. Damit sind die Spitzengänge im Durchgang 3 vorbei. Und jetzt ist das Einteilungsgericht wieder gefordert, um die nächsten Gänge bereit zu machen, Durchgang 4. Ja, wir sind jetzt bereits wieder in den Spitzengängen vom Durchgang 4. Und da haben wir als erstes den Schneider Domenik. Er tritt an gegen den Bert Fabian. Der Schneider Domenik ist im vierten Rang mit 28,25 Punkten. Und der Bert hat den vierten mehr, 28,50. Aber jetzt hat der Bert verloren. Er kommt vom Flumser Berg, den Boden. Und jetzt ist der Schneider Domenik natürlich der überholt. Und er geht jetzt richtig Schritt nach der Spitze. Und das wird jetzt noch in den nächsten Gängen so der Fall sein, weil die jetzt vorne dran sind, aber noch nicht so Spitzenschwinger sind, die werden jetzt mit sonnigen Zimmern gepaart, die eben Eidgenossen sind, Spitzenschwinger sind. Und so kommt die Rangliste allmählich Klarheit über, dass die Spitzenschwinger dann am Schluss auch wirklich vorne sind. Und da ist jetzt auch der Nächste, der wieder dran kommt, ist der Schlegel Werner. Auch einer von Mitfavoriten von dem Fest. Und er kommt jetzt zu über mit dem Signer Andi. Der Signer Andi ist von Wittenbach, Schwingclub St. Gallen. Das ist natürlich ein ungleiches Paarung, aber der Signer Andi hat sich sehr gut geschlagen bis jetzt. Er ist ein Kranzer, also hat schon einen Kantonalkranz. Und der Schlegel Werner ist Teilverbandskranzer. Ich denke, das wird nicht so lange gehen. Ja, Schlegel Werner weiss nicht so recht, wie er ihn nehmen soll. Und das ist ja das, was Schwingen auch interessant macht. Und manchmal klingt ihm so ein untersetzter Schwinger eine Überraschung und kann favorisierten Schwinger eher wieder einhängen. Ja, probiert etwas, Andi. Jetzt aber ist passiert. Da war eine 10. Der Wurf gilt als Blatt. Und der Schlegel hat so den Signer Andi sicher überholt und Schlegel Werner marschiert Richtung Rangliste Spitze. Und schon kommt die nächste Spitzenpaarung.
Jetzt sehen wir den Orli Kammon gegen den Rigit Florian. Amon Orlik, der ja im dritten Gang verloren hat mit dem Giger Semi. Und er muss jetzt wieder versuchen, an die Rangliste Spitzenführer zu kommen und greift natürlich sofort an. Jetzt versucht er es mit dem Kurz. Hat den hoch können. Ja, jetzt sieht es nicht gut aus für den Rigit Florian. Da wird er. Jawohl. 8,75 vielleicht für den Rigit, weil er sich gut gewehrt hat. Und der Orlik hat 9,75. Auch er schafft sich nach dieser verlorenen. Nach dem verlorenen Gang schafft er sich jetzt wieder nach vorne. Und gegen Ranglistenspitze. Mal schauen, wie es denn die Rangliste nach 4 Gängen aussieht. Und jetzt sind gerade 2 Spitzengänge dran. Vom Platz 1 ist der Zwissi Raphael, der Eidgenoss dran. Den können wir jetzt nicht zeigen im Bild. Zwissi Raphael tut es mit dem Biesch Christian Bündner zu tun. Über. Aber wir schauen jetzt dem Giger Semi zu. Giger Semi hat den Gott Marco. Von dem habe ich schon mal erzählt heute Morgen. Das ist der Forstwart von Sargans. Auch er ein Gewährungskötli. Ich bin mal gespannt, was der Giger macht. Ja, der erste Versuch ist einmal da nicht gelungen, aber jetzt geht es am Boden. Jetzt kommt die Bodenarbeit vom Giger. Mal schauen, was er da herbringt. So wird es sicher nicht eine 10 geben, aber er hat ihn sicher. Ja, jetzt kommt die Rangliste wirklich eine Struktur über. Ui, das weiße Raphael auf dem Nebenplatz da. Ja, jetzt haben wir ihn, glaube ich, aufgefangen auf Platz 1. Gerade ein bisschen unten durch müssen mit dem Biesch. Der Biesch ist ein von Davos Sertig. Ja, nicht zu unterschätzen. Er hat hier eine recht gute Postur. Und der Zwissig ist hier gerade noch knapp davor gekommen. Was doch schon eine kleine Überraschung wäre. Zwissig Raphael ist im 4. Rang mit 28,25 Punkten. Und der Biesch ist auch in dem 4. Rang. Also der, der hier gewinnt, wird einen recht grossen Schritt an die Rangliste Spitze machen. Ja, jetzt hat Zwissi, glaube ich, den guten Not, um das Offensive anzugreifen. Aber jetzt probieren sie beide. Jetzt, oh, das wäre nicht schlecht gewesen. Hätte ihm das Füßchen nehmen wollen und rückwärts leeren. Zwissig, Biesch war auf der Hut. Hätte den Angriff können abwehren. Vielleicht noch zur Klarheit, der Zwissig hat das Hellhemd an, der Biesch hat das Dunkelhemd an. Biesch die Hellhose, weil er im Alphabet vor dem Zwissig kommt. Und der Zwissig hat die dunkle Zwillhose an. Jetzt versucht er es mit dem Gamme, der Zwissig. Und kann leeren, aber ist am Platzrand, mag er ihn kippen, jawohl, Kampfrichter gibt es gut, ist gerade noch knapp in den Platz hinein gewesen. Zwissi Raphael also auch auf dem Weg zur Spitze. Jetzt sind die Spitzengänge durch, jetzt schauen wir mal, wie die Rangliste nach 4 Gängen aussieht. Und dann kommt nach einer Pause der 5. Gang, wo es dann bereits um die Schlussgangqualifikation geht.
Wir kommen jetzt zu den Spitzenpaarungen im fünften Durchgang. Zum Schneider Dominik, der hier mit dem Poltera Andrin versucht, möglichst eine 10 zu machen, dass er eventuell den Schlussgang kann erreichen kann. Wir sind in der Arbeit, Karol Semi und der Signer Tobias. Poltera Andrin eindeutig in der defensiven Haltung. Er ist der Turnerschwinger mit dem weißen Liebli. Und der Schneider Dominik. Er muss natürlich schon offensiv schwingen, aber der Poltera Andrin macht den Kopfgriff und hängt ihn mit dem Bein, sodass der Schneider nicht zücheln kann. Vielleicht noch ein Wort zum Wetter. Was für die Schwinger sicher nicht so angenehm ist, die kalte Temperatur. Dann kommen sie so klamme Finger rüber und können nicht recht dem Gurt und dem Zwilch fassen. Und das ist, so wie mir die Schwinger erklärt haben, sind wir ein bisschen mühsam, eben, dass wir die Finger schön warm behalten können. Und das Zweite ist natürlich jetzt so Kondition, fünfte Umgang. Da zählt schon ein an den letzten Kräften, der vielleicht noch nicht so voll trainiert hat bis jetzt über den Winter. Und das kommt jetzt natürlich dann schon zum Vorschein, die konditionell super zu Weg sind, während in den fünften und sechsten Gängen gute Figur machen. Ja, stimmt mir jetzt gleich ein bisschen, wie stark dass der Poltera Andrin kann entgegenheben kann. Er ist natürlich auch ein Teilverbandskanzler, also ein sehr guter Mittelschwinger. Und mag da, und jetzt zieht sogar er, und er konnte einhängen. Und jetzt ist er in der Brücke, der Dominik Schneider. Das ist also doch eine Überraschung, wie er da und kann gewinnen. Donner, Wetter noch einmal. Das ist jetzt eine der ersten Überraschungen im heutigen Tag. Poltera Andrin gewinnt gegen Schneider Dominik. Jetzt bin ich dann gespannt, wo der landet nach dem fünften Gang, ob der eventuell sogar den Schlussgang machen kann. Jetzt kommt es darauf an, wie die nächsten Gänge ausgehen. Und schon kommt der nächste Spitzengang, der Orli Carmon. Dritte Tag gegen den Vogtensberger Janik. Der Vogtensberger Janik ist ein Thurgauer, Teilverbandskanzler von Schönenburg. Er hat einen ganz guten Tag gehabt. Er liegt auf dem dritten Rang, wie der Poltera vorher. Und auch hier geht es darum, ob der Orli Carmon, der im vierten Rang ist, mit 38 Punkten, ob er gewinnen kann, damit er eventuell noch eine Chance hat im Schlussgang. Dann muss aber der Carmon ganz sicher eine 10 machen, sonst mag er nicht den Poltera her. Und bereits wird gezogen, vor allem jetzt vom Orli Carmon, jetzt hat er einen Boden. Aber er muss eine 10 machen, dass, damit er eventuell eine Chance hat, in den Schlussgang zu kommen. Und der Carmon zücht wieder. Nochmal, jetzt kurz und jetzt bringt er einen Boden. Aber wenn er nur mit, sie sagen jetzt, wenn er nur mit dem Boden hat, hat er natürlich keine 10. Also der gute Gang war von beiden. Aber so kommt der Carmon ganz sicher nicht in den Schlussgang, weil der Poltera Andrin ist immer noch der Viertelpunkt voraus, weil der Carmon Orli nur 9,75 hat. Und jetzt kommt ganz ein interessanter Kampf von zwei, sage ich jetzt einmal, Oldies, wobei die natürlich noch nicht gerade alt sind, aber sind einfach routinierte Schwinger. Der Turnerschwinger, der Notz Benny vom Thurgau und der Zweiteidgenoss, der Zwissig. Etwas so viel kann man schon sagen, also wenn der Notz den Gang kann gewinnen mit dem Zeni, dann ist er sicher im Schlussgang. Aber er muss den Zwissig auch noch zuerst nehmen. Die beiden kennen sich natürlich auch von den Zimmerzeugen, die sie innerhalb des Norddeutsch-Schweizerischen Verband haben. Hier machen sie Training, vor allem jetzt auch, wenn es aufs Eidgenössisch geht. Da kommen die natürlich viel zusammen, auch bei Trainingszimmerzeugen, die sie
miteinander eben auf das eidgenössische Herren trainieren. Unter der Leitung vom technischen Leiter vom Nordostschweizerischen Schwingerverband, damit sie dann als Mannschaft gut können auftreten hier im Liestal im August. Jetzt ist aber ein Konter gekommen, aber ist neben dem Platz gewesen. Kampfrichter hat Halt gerufen. Und so damit müssen sie wieder in den Platz ziehen. Gehen weiter schwingen. Vielleicht kommt es noch zum Resultat. Jetzt zieht einer den Notz ein bisschen raus, das Wissige. Will einer etwas machen und schon sind sie wieder raus. Es wird nochmal gegriffen. Ja, das ist dennoch keine Höchstnote für das Unentschieden. Das gibt den 8,75. Wenn der Kampf so fertig geht, wie er jetzt noch dran ist. Die Kampfrichter schauen bereits wieder auf die Uhr. Kommt sehr wahrscheinlich noch ein letzten Angriff. Jetzt hat er Halt gerufen. Die beiden gehen sich die Hand, wie nach jedem Kampf, als ebenbürtige Gegner. Und so damit sind beide natürlich vom Schlussgang weg und keine hinteren in der Rangliste. Und jetzt kommt der Mann, der einsam an der Spitze ist, mit einem ganzen Punkt Vorsprung. Er hat alle vier Gänge bis jetzt gewinnen. Giger Semi von Ottenberg gegen den Rebsamen Marcel von Müsselbach, den Toggenburger, der letztes Jahr ein ganz tolles Jahr hatte. Der Rebsamen ist neben dem Mott Damian und dem Schlegel Werner einer von den aufkommenden Toggenburger im letzten Jahr. Und jetzt wollen wir schauen, wer da das Kreuzchen für sich schreiben lassen kann. Semi Zürich geht schon, aber der Rebsamen geht auch. Und jetzt ist aber gerade schon auf den nächsten Zug ein Konter vom Semi und Platzszene. Und der Sammy Giger rittet einsam an der Spitze davon. Der Rebsamen geht da damit zurück. Und so damit ist der Giger Samuel ganz sicher im Schlussgang. Und welche Überraschung in meinen Augen. Poltera Andrin könnte den Schlussgang machen. Bin gespannt, wie sie einteilen auf den sechsten Gang für den, um den Tagessieg geht. Nein, nein. Poltera oder der Bernhard? Auf der Erdbühne, aber 2500. Jawohl, 3'000 Franken. Herzlichen Dank. 3'800 Franken. Herzlichen Dank für die 3'000. Herzlichen Dank, er kommt den Runden. Ein Riesenapplaus für den Leiter.
Ja, die Versteigerung die haben wir noch eingefangen. Aber nachher hat unsere Kamera leider den Geist aufgegeben. Aber dank Mario Schneider haben wir die Bilder jetzt hier. Der Schlussgang zwischen dem Sammy Giger und dem anderen Portieren war die zweite Auflage, die er schon mal gegen den Rang kämpfte an diesem Tag. Und der andere Portieren hat natürlich den Erfolg, dass er jetzt im Schlussgang dabei ist, dreht er gleich im fünften Gang mit seinem Sieg gegen den Dominik Schneider. Aber haben Sie mitbekommen, der Sammy Giger war wirklich hoch überlegen. Und so ist es dann auch im Schlussgang rausgekommen. Nach etwa 53 Sekunden mit einem Hochschwung ist ihm geraten, der Andrin Portera eben ins Segmel hineinzubetten. Ja, das war es. Und damit ist der Sammy Giger der überlegene Sieger. Und für mich ist der Ernst Pfrener wirklich auch ein Sieger. Wenn er das live kommentiert, absolut toll, perfekt. In dem Sinne, vielen Dank allen, die so Schwingfeste veranstaltet. Die noch nie gegangen sind, ich empfehle es allen, geht mal. Es ist wirklich interessant. Es ist ein Volksfest, es ist sehr interessant. Und ja, auch wenn es kalt war, es war trotzdem ein Erlebnis pur gewesen.